Das World Trade Center fuhr gerade einmal 48 Stunden. Genau wie andere Gebäude ist es gegen Feuer, Explosion oder etwa Rauch versichert. In der Regel decken die Versicherungspolicen auch beispielsweise Sachschäden ab, wie einen Flugzeugabsturz. Auch wenn er letztlich ein Terroranschlag war. Es ist 8.48 Uhr, als die erste Maschine mit 92 Menschen an Bord in den Nordturm einschlägt. Minuten später auch die zweite Boeing erreicht das World Trade Center. Erbarmungslos treiben die Terroristen das Flugzeug in den zweiten Turm. Völlig unvorhergesehen ein eiskalter Akt des Terrors. Selbst der amerikanische Geheimdienst CIA hatte nie damit gerechnet, dass irgendjemand einmal auf die irrsinnige Idee kommen würde, mit einem Flugzeug in die Wolkenkratzer zu fliegen. Bekannt zu dem Anschlag hat sich eine palästinensische Splittergruppe. Ist das leicht zu lernen? Wir haben gesehen, es wurde ein Video gefunden in einem Auto nahe des Bostoner Flughafens. Man glaubt, dass es einem der Kidnapper gehört, der sich praktisch vorher mal informiert hat, wie das in so einem Cockpit aussieht. Geht das so einfach? Zum Beispiel, dass man das anhand von Computersimulationen lernt? Nein, so einfach geht das nicht. Das glauben viele Leute, dass man am PC Flugzeug lernen kann. Das funktioniert nicht. Ein Laie ist nicht in der Lage, ein großes Verkehrsflugzeug punktgenau irgendwo hinzusteuern. Weder mit dem Autopiloten noch mit der Hand. Er braucht dafür Training. Das muss jetzt nicht unbedingt 3 Jahre dauern, wie ein normales Pilotentraining auf der Flugschule. Aber es muss einige Zeit dauern und er braucht ein Grundtraining auf diesem Flugzeugtyp oder auf einem Jet allgemein. Und dadurch muss er manuelles Fliegen lernen. Denn auf einem PC kriegt man nicht dieses Gefühl, ich sage mal, für Trimmung, für Steuerdrücke, für die Lagewechsel. Das ist, also wenn Sie jetzt Gas geben, dann bäumt sich ein Jet, der die Triebwerke unter den Tragflächen hat, sehr stark auf. Da wäre ein Laie hoffnungslos überfordert. Das schaffen Sie ohne Training nicht. Das heißt, die Piloten, die das Flugzeug zuletzt geflogen haben, müssen eine vernünftige Ausbildung gehabt haben. Ansonsten hätten sie es nicht geschafft. Ja, dann hatten diese Flugzeuge ja sicherlich ganz andere Ziele. Die sind teilweise in Boston gestartet. Mhm. Wie muss ich mir das denn als Laie denn vorstellen? Erstens ist ja ein Luftraum da durchflogen worden, der gesperrt war für eine normale Passagiermaschine in dem Moment. Das ist sicherlich höchste Sicherheitszone gewesen. Man kann doch eine Maschine, die ja meistens automatisch auch eingestellt schon das Ziel sozusagen trägt, doch gar nicht so schnell umorientieren. Man muss sich vorstellen, auch wenn man mit der Hand jetzt, Autopilot ausgeschalten, das World Trade Center erwischen will und man sieht ja den letzten Absturz, wenn man so will, kommt er schon in einer großen Steillage in dieses Flugzeug, in das Gebäude hineingeflogen. Da muss man schon genau wissen, wie weit der Radius eines Flugzeugs ist, auch wenn ich ihn hineinlege, um dieses World Trade Center zu erwischen. Das heißt, die müssen voll ausgebildete 767 oder 757, eh das gleiche Type-Rating-Piloten gewesen sein. Weil sonst hätten sie es auch verfehlt. Das kann also sicher nicht sein, dass da irgendein halb ausgebildeter das irgendwie probiert, weil dann trifft er es gar nicht. Es ist gar nicht so einfach aus einer Kurve heraus. Wenn er gerade auf das World Trade Center losfliegt, aber in dem Fall war es nicht so, ist es relativ einfach. Wenn er aus einer Kurve kommt, dann muss er schon genau wissen, den Radius, der die Geschwindigkeit des Flugzeuges vorgibt, genau so zu berechnen, dass er eben dann dort hineinknallt. Dicker Rauch über dem Herz des amerikanischen Militärs, dem Pentagon, ein wenig außerhalb von Washington. Immer wieder gibt es Explosionen in dem 5-stöckigen Gebäude, in dem 23.000 Menschen arbeiten. Wie viele Detonationen es genau waren, weiß man nicht. Teile des 5-eckigen Gebäudes stehen sofort in Flammen. Einsatzkräfte rasen herbei und versuchen, den Brand zu löschen. Inzwischen sind Teile des Gebäudes in sich zusammengestürzt. Das Pentagon bleibt nicht das einzige Gebäude, das in Washington getroffen wird. Vor wenigen Minuten explodierte vor dem Außenministerium eine Autobombe. Bilder davon gibt es nicht. Das Weiße Haus, der Regierungssitz des US-Präsidenten und zahlreiche Bürogebäude wurden evakuiert. Denn keiner will weitere verheerende Explosionen in Washington ausschließen. Wir schalten jetzt noch einmal live in die USA. Wir sehen die aktuelle Situation in Washington. Rauchsäulen über dem Pentagon. Wie gemeldet wird, stehen auch Teile des Außenministeriums in Flammen. Die Nachrichtenagentur Reuters hat vor wenigen Minuten gemeldet, dass der saudische Terrorist Osama bin Laden vor 3 Wochen einen großen Anschlag gegen die USA angekündigt hatte. Die Agentur zitiert einen arabischen Journalisten, der in London arbeitet. Der Mann sagt, bin Laden habe einen sehr großen Anschlag auf mehrere amerikanische Einrichtungen geplant. Diese Meldung ist jedoch noch nicht aus anderen Quellen bestätigt worden. Weiter gibt es Meldungen über ein 5. Flugzeug der American Airlines, die vermisst wird. Die Boeing 757 war auf dem Weg nach Los Angeles. Möglicherweise handelt es sich dabei aber um das Flugzeug, das in das Pentagon abgestürzt ist. Das
Pentagon, ein flaches Gebäude zu treffen mit einem Flugzeug, genauso mitten hinein, wie es gemacht wurde, das ist ein noch schwierigerer Fall. Wenn man da auf einen sieht, vergessen ein Gebäude, was relativ nieder ist, da steht er nicht in die Höhe, auf das ich losziehen kann. Das heißt, aus einer Luftbewegung noch abwärts zu fliegen und das Gebäude genau im Kern zu treffen, also das muss wirklich der Bestausgebildete gewesen sein. Warum ein drittes Hochhaus aus dem Gebäudekomplex des World Trade Center gestern Nachmittag noch einstürzte, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Von den beiden schlanken Türmen stehen jetzt nur noch Rümpfe von wenigen Stockwerken. Wie Amerika auf die größte nationale Katastrophe in der Geschichte des Landes reagieren wird, weiß zur Stunde noch niemand. Präsident Bush hat in einer ersten Reaktion vom Werk von Terroristen gesprochen. Der Attack am World Trade Center hat Amerika und die Welt in tiefe Trauer gestürzt. Die Gefahr eines Vergeltungsschlages von amerikanischer Seite wächst. Die USA, heißt es, wollen hart reagieren. Wen wird so ein Gegenschlag treffen und wie lang kann das dauern? Unser Ziel muss jetzt sein, das System, das es möglich macht, dass solche Angriffe stattfinden, zu unterbrechen und zu vernichten. Das halte ich für wichtiger, als zu debattieren, gegen wen. Wahrscheinlich gegen Osama bin Laden, aber das würde auf jeden Fall der erste Schritt sein und nicht der letzte. Wie will man denn gegen solche Strukturen vorgehen? Man muss analysieren, wie es möglich ist. Um einen solchen Schlag zu machen, braucht man drei oder vier Dinge. Eine gute Organisation, ein gewisses Verhältnis zur Technik und irgendeine Basis, aus der man tätig ist. Und man braucht auch viel Geld. Wenn man die Sache so ansieht, dann gibt es nicht sehr viele Organisationen, die das machen können. Vor allen Dingen, wie viele Länder diese Gruppen haben. Ich glaube, man muss jetzt nach dem System gehen und den Druck ausüben. Und man kann es nicht erlauben, dass Länder wie Syrien und vielleicht Iran und sicher Afghanistan eine sichere Zuflucht für diese Terroristengruppen gewähren.